ein Verbrechen ohne Zeugen. Spuren eines Kampfes um Leben und Tod. Professor Ragnar Kinzelbach, von seinem Assistenten Hinrich Zoller alarmiert, trifft am Tatort ein. Das Opfer, eine Stockente, nicht die erste. In der Gegend mehren sich die Vogelmorde, besonders Bodenbrüter sind betroffen. Vogelschützer schlagen Alarm. Für sie steht fest, wer der Mörder ist, der ostasiatische Enoch, im Volksmund Marderhund genannt. Sein Revier erstreckt sich eigentlich von Sibirien bis Nordvietnam. Wie konnte er nach Deutschland gelangen? Und ist der possierliche Wildhund tatsächlich eine gnadenlose Killermaschine? Die beiden Forscher nehmen die Herausforderung an. Sie werden den Fall untersuchen und machen sich auf den Weg in die Einsatzzentrale, das Zoologische Institut der Universität Rostock. Ragnar Kinzelbach und sein Team sind so etwas wie die Man in Black, eine Art Einwanderungsbehörde für Aliens, hier fachmännisch Neobiota genannt, der Oberbegriff für gebietsfremde Tiere und Pflanzen. Einige verbreiten sich explosionsartig. Droht die Alien-Attacke uns zu überrennen? Die Katastrophe hat schon eingesetzt. Das heißt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir können nicht mehr verhindern, dass neue Tiere hier einwandern. Sie sind bereits im Lande. Insofern also rollt die Welle oder rollte bereits die Welle. Und die Frage ist jetzt, was tut diese neue Tierwelt hier? Hier wird genau beobachtet und notiert, wer, wann, wie oder woher einreist. Leider holen sich die Neuankömmlinge keinen Stempel. Den Überblick zu behalten fällt schwer. Lückenlose Kontrolle ist nahezu unmöglich. Von allen Seiten dringen invasive Spezies in unsere Breiten vor. Globalisierung. Täglich laufen neue Meldungen über gesichtete Exoten ein. Ein Kornfeld in der Nähe von Lübeck. Vorsichtig späht ein Nandu über die Halme. Einst aus einer Aufzuchtsfarm in Schleswig-Holstein ausgebrochen, haben sich die fast menschengroßen Straußenvögel hier in Windeseile vermehrt und in Mecklenburg-Vorpommern breit gemacht. Der Bestand wird bereits auf etwa 100 Tiere geschätzt. Alles anstehen kann. Also unsere Züchterin sagt, Professor Kinzelbach will sich selbst einen Eindruck verschaffen. Ein Insider-Tipp führt zu Manfred Langmark, einem ortsansässigen Gastwirt und ausgesprochenen Nandu-Fan. Er hält selbst drei Jungvögel im Garten. In der Gegend kursieren ungeheuerliche Geschichten. Also ein Nandu-Hahn soll versucht haben, ein Kalb zu besteigen. Und das ist in Panik in den Stacheldraht gelaufen. Eine Geschichte. Die zweite, ein blutüberströmtes Reh ist gefunden worden in der Nähe einer Nandu-Horde. Sind die Nandus gefährlich? Ein Forschungsauftrag des Landes soll die Nandu-Frage klären. Zurück im Institut bespricht sich Professor Kinzelbach sofort mit Mitarbeitern der ornithologischen Abteilung. Wie viel Nandu verträgt die Region, ist die entscheidende Frage. Während der Nandu noch Schonzeit hat, ist der Enoch zum Abschuss freigegeben. Doch seine Bejagung ist umstritten. Obwohl im vergangenen Jahr über 18.000 Tiere erlegt wurden, stieg ihr Bestand an. Ein echter Konkurrent für den einheimischen Fuchs, klagen die Jäger. Im Morgengrauen macht sich Hinrich Zoller an die Arbeit. Der Diplombiologe hat die Erfahrung gemacht, der Enoch ist ein Meister der Tarnung, nutzt jede Deckung aus, um unbemerkt zu bleiben. Doch Zoller will die kurzbeinigen Jäger überlisten.
Er hat Glück. Vom süßlichen Duft des verwesenden Aases angelockt, sind sogar zwei Wildhunde in die Falle gegangen. Doch Zoller hat es nicht auf ihr Leben abgesehen. Um mehr über die nächtlichen Streifzüge und Fressgewohnheiten des Exoten zu erfahren, muss er die Tiere besendern. Nur so kann Zoller die Bewegungen im Revier erforschen und den Enoch vielleicht als Vogelkiller entlarven. Das Tier ist nur ein Welpe. Er bekommt lediglich eine Markierung. Für eine Besenderung ist er noch zu jung. Kaum losgelassen, macht sich der Enoch so schnell aus dem Staub, wie es seine kurzen Beine erlauben. Fischermeister Christian Köttke ahnt, was ihn auch heute wieder erwartet. Täglich fährt er auf dem Laicher See in Niedersachsen die ausgelegten Reusen ab. Für ihn Routinearbeit. Köttke hat es hauptsächlich auf Aale abgesehen. Aber von denen gibt es nicht so viele, als dass er täglich die Reusen leeren müsste. Doch einen Tag Pause kann er nicht riskieren. Die Folgen wären fatal. In den Gewässern treibt ein exotischer Fremdling sein Unwesen, die chinesische Wollhandkrabbe. Kleine Monster mit viel Appetit. Es ist furchtbar, die Netze sind zerfressen von den Wollhandkrabben, die Fische sind oft tot, die Aale manchmal richtig aufgefressen. Also es ist eine Katastrophe. Und wir müssen schon spezielle Netze anfertigen, die dann etwas fester sind im Garn, die von den Wollankrabben nicht so leicht zerfressen werden können. Das ist ein Riesenaufwand und kostet sehr viel Geld. Der Frust sitzt tief. An Tagen wie heute holt Köttke mehr Wollhandkrabben als Fische aus dem Wasser. Und es werden immer mehr. Köttke und die Fischer der Region sind sich einig. Sie glauben zu wissen, wo die Wurzel des Übels liegt und wie man die Krabben aufhalten könnte. Wir würden gerne eine Wollankrabbensperre in Geesthacht am Wehr haben und dort die Wollankrabben gerne fangen und entsorgen, um den Bestand zu reduzieren. Die Elbstaustufe bei Geesthacht, 30 Kilometer südlich von Hamburg. Reißende Wassermassen hindern die Krabben daran, flussaufwärts zu ziehen. Doch dann geschieht das Unglaubliche. In dem Drang, das Hindernis zu überwinden, verlassen die Krabben das Wasser. Tausende und Abertausende erklimmen das Ufer, dringen unaufhaltsam die Böschung hinauf. Hier könnten sie aufgehalten werden, meinen die Fischer. Doch genau das wurde bereits versucht. Wir haben letztendlich nichts anderes gemacht, als nur ein glattes Blech eingelegt hier, wo sie sich nicht festhalten konnten. Und über dem Blech war eine größere Fließgeschwindigkeit und so konnten sie auch nicht drüber wegschwimmen. Und dann staute sich das Ganze hier an. Der gesamte Hang hier hinter mir war voll mit Wollhandkrabben. Und hier türmten sich Berge bis zu 1,5 Meter hoch von Wollhandkrabben, die einfach hier nur versucht haben, weiterzukommen. Die haben dann teilweise sogar schon mit ihren eigenen Leibern Brücken über diese Sperre gebaut, versuchten hier diese steilen Betonwände hochzukrabbeln, versuchten außen rum zu krabbeln auf beiden Seiten, sind sogar von der anderen Seite über diese Straßenbrücke gelaufen und sind dort natürlich massenweise plattgefahren worden. Wir haben also hier Zigtausende einfach gesehen, die nur bei dem Versuch, diese Sperre zu überwinden, gestorben sind. Wollhandkrabben graben meterlange Hohlgänge in Uferbauten und Dämme. Dadurch richten sie erhebliche Schäden an. Werden zu einem Sicherheitsrisiko. Die Wollhandkrabbe vermehrt sich rasant, kommt in Deutschland bereits millionenfach vor und dringt in immer neue Gebiete ein.
Ist der Vormarsch der Krabben noch zu stoppen? In Rostock beobachten Professor Kinzelbach und sein Team die Entwicklungen genau. Prognosen sind schwierig. Auf ihre weitere Ausbreitung haben wir selbstverständlich keinen Einfluss. Es ist auch schwer vorauszusehen, wohin sie sich weiterentwickeln wird. Das Tier hat es in der Ostsee bis Finnland geschafft, wird neuerdings vom Weißen Meer gemeldet. Und auf der anderen Seite ist sie bis in die Flüsse Frankreichs und Spaniens vorgedrungen. Es ist möglich, dass diese Entwicklung weitergeht. Weltweit erobern fremde Tiere und Pflanzen neue Lebensräume. Mit der Globalisierung dringen sie in entfernteste Gebiete vor, wirbeln Ökosysteme durcheinander und verdrängen einheimische Arten. Wie konnte die Wollhandkrabbe aus China überhaupt bis Europa oder bis Deutschland vordringen? Genau dieser Frage geht der Meeresbiologe Dr. Stefan Gollasch nach. Er ist den Verbreitungswegen von invasiven Wasserwesen auf der Spur. Die Fährte führt in Häfen zu den Ozeanriesen. Seit Beginn der Seefahrt zirkulieren weltweit Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, meist ungewollt. Gollasch hat es auf Ballastwassertanks abgesehen. Was wird er dort finden? Aus Sicherheitsgründen ist die Tanköffnung klein und daher besonders eng. Vorsichtig steigt der Forscher die glitschige Leiter hinab. Die Luft steht, es ist stickig, heiß, kaum auszuhalten. Es dauert eine Weile, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Gollasch steigt immer tiefer. Er muss auf den Boden des Tanks. Hier nimmt er eine Sedimentprobe fürs Labor. Die Forscher finden oft mehr, als ihnen lieb ist. Es sind schon vielerlei toxische Algen gefunden worden, die auch weltweit verschleppt worden sind. Vielerlei Bakterien, Viren, sogar Cholera-Bakterien hat man im Ballastwassertank festgestellt. Cholera-Bakterien haben im deutschen Klima keine Chance. Aber andere gefährliche Bakterien in den Tanks durchaus. Ballastwasser ist unverzichtbar. Es verleiht Schiffen auf hoher See die notwendige Stabilität. Vor dem Antritt der Reise wird Wasser in die Tanks gefüllt. Im Zielhafen eingelaufen, pumpen die Schiffe das Wasser wieder ab. Das Wasser samt seiner blinden Passagiere. Es kommt eine enorme Anzahl von Organismen im Ballastwasser von Schiffen in unseren Küstengewässern an. Wir haben das mal ausgerechnet, basierend auf den Ergebnissen von unserer Schiffsstudie, die wir Mitte der 90er Jahre gemacht haben. Und das waren über 500 Zooplanktonorganismen, das sind die Tiere, die im Wasser leben. Wenn wir die alleine nur nehmen, über 500 pro Sekunde, das ganze Jahr. So werden Milliarden von nautischen Lebensformen als blinde Passagiere um die ganze Welt geschifft. Auch die Wollhandkrabbe kam vermutlich so nach Deutschland. Die Häfen als Anlaufstation heimlicher Invasionen? Das ruft Kinzelbach auf den Plan. Der Professor weiß, die Ballastwassertanks sind nicht die einzige Gefahrenquelle. Die Mannschaft eines Tonnenlegers will eine Boje bei Warnemünde austauschen. Gebannt verfolgt Kinzelbach die Aktion. Dann, der Anblick ist unfassbar. Der untere Teil der Boje ist zu einer lebendigen Schicht aus Mikroorganismen und Kleintieren geworden. Knapp ein Jahr im Wasser reichten aus, um diesen dichten Bewuchs zu schaffen. Bei der Außenhaut der Schiffe sieht es ähnlich aus. Wer es nicht in den Tank schafft, krallt sich außen fest wie an dieser Boje. Dieses ist nur eine relativ kleine Hafenboje und Sie können sich vorstellen, wie viel an Aufwuchs an Fouling erst an einem Ozeanriesen zu finden ist, mit exotischen Arten. Die Masse ist erschreckend. Welche Umwälzungen haben sich in den Gewässern, in Meeren, Flüssen und Seen abgespielt? Mehr als 2/3 der Erde sind von Wasser bedeckt. Die immer gleiche Oberfläche verrät nichts über das in ihr verborgene Leben. In der Ökologischen Rheinstation Köln wollen Forscher herausfinden, was unter Wasser los ist. Eine Herausforderung. Denn wegen der Tiefe und der hohen Fließgeschwindigkeit des Rheins ist die Wasseranalyse methodisch anspruchsvoll und teuer.
Unter den Planken des 17 Meter langen Außenfloßes befindet sich eine durchströmte Rinne. Hier können Organismen unter genau den gleichen Verhältnissen untersucht werden, wie sie im Rhein herrschen. In ausgelegten Kunststoffrollen verfangen sich auch die mikroskopisch kleinen Organismen. Dr. Armin Kurek wäscht die Matten aus und filtert das Wasser. Was lässt sich finden? Einiges. Und das war keineswegs immer so. Der Rhein war vor 30 Jahren noch ein Abwasserkanal, eine Kloake. Er roch auch ziemlich streng nach verschiedenen Abwässern und Chemikalien. Es gab kaum größere Tiere drin. Es gab natürlich Bakterien und sowas schon in großen Mengen im Rhein. Aber es gab eigentlich kein Leben, was uns als Zoologen interessiert hätte. Dann ging es aufwärts. Umweltschutz und Gewässerreinigung, Milliardeninvestitionen zeigten Wirkung. Der Schadstoffgehalt sank, der Sauerstoffgehalt stieg. Doch was bedeutet das für das Leben im Rhein? Um der Sache auf den Grund zu gehen, ist umfangreiche Technik notwendig. Im Bauch des Forschungsschiffes arbeiten zwei starke Pumpen im Wechsel. Das Rheinwasser erreicht binnen Sekunden quasi unverändert die Versuchsanlagen und kann unter Echtbedingungen analysiert werden. Resultat: Jeder Tropfen Wasser wimmelt von Leben. Eine biologische Revolution. Wobei die Revolution nicht nur in diesem Zuwachs besteht, es wäre ja wieder die Herstellung eines alten Zustandes, sondern es sind zahlreiche neue Organismen dazugekommen. Entweder durch den Menschen unfreiwillig ausgesetzt oder sie sind durch Schiffe und Kanäle eingeschleppt worden. Und das sind eben diese Neozoen, die gerade in den Flüssen, in den Flussunterläufen ganz unverhältnismäßig häufig sind. 15-20% aller Tierarten dort sind fremd. Fakt ist, dass diese neuen und fremden Tiere die Gewässer erobert haben. Welche Folgen das hat, ist noch unklar. Ob sie andere Lebewesen verdrängen, ob sie gefährlich sind für Mensch und Natur, muss für jeden Exoten einzeln erforscht werden. Müssen diese Veränderungen einfach so hingenommen werden? 9000 Kilometer entfernt wehren sich Menschen gegen fremde Einflüsse. Ein gigantisches Experiment. Ihr Plan: die feindliche Übernahme konsequent wieder rückgängig zu machen. Die Seychellen, ein Paradies im Indischen Ozean. Kristallklares Wasser, menschenleere Strände, der Garten Eden. Für viele Inbegriff unberührter Natur. Aber der Schein trügt. Ausgerechnet hier sind die Probleme mit Invasoren besonders groß. Wie unter einem Brennglas lässt sich beobachten, welche Folgen die Globalisierung haben kann. Auch für Europäer ein eindrucksvoller, lehrreicher Versuch. In einem klar umgrenzten Gebiet auf wenigen kleinen Inseln wird den Fremdlingen radikal der Kampf angesagt. Der Auftrag lautet, alles zu vernichten, was hier unerwünscht ist. Steve Hill auf Regatt Island macht Jagd auf einen aus Indien eingewanderten Vogel, einen Alien, der einen heimischen Vogel in seiner Existenz bedroht. Auch Quentin Higgins auf der Nachbarinsel Cousin spürt Vögel auf. Auch er muss sich vergewissern, wer wirklich hier auf die Inseln gehört und wer nicht. Er stört den geschützten Whitetail Tropic Bird auf in seinem Nest. Der Vogel brütet auf dem Boden und ist wehrlos. Er hat nicht gelernt, vor Eindringlingen zu fliehen, sich alleine in Sicherheit zu bringen. Die beiden Inseln Fregatt und Cousin befinden sich in Privatbesitz. Es gibt nur wenige Häuser, zumeist noble Villen. Nur ausgewählte Gäste können die Inseln besuchen. Eine Nacht kostet zwischen 1.000 und 2.000 Dollar. Luxus, Unterbringung, Diskretion und Privatstrand inklusive. Die betuchten Touristen kommen nicht zuletzt wegen der einmaligen Natur auf die Seychellen. Mit den hohen Preisen finanzieren sie den ganz besonderen Versuch. Ursprünglich waren sie die einzigen Säugetiere hier, fliegende Hunde. Sie lebten und leben im Einklang mit der Natur, tun keinem Tier etwas zuleide, sondern sind Vegetarier und fressen reichlich vorhandene Früchte.
Die Seychellen bestehen aus 115 Inseln. Überreste von Gondwana, einem der Urkontinente, von dem sich vor vielen Millionen Jahren einst alle Erdteile abspalteten. Die ältesten Inseln, die es gibt. Auf denen sich jeweils eine eigene, ganz besondere Natur entwickelt hatte. Vollkommen unberührt. Hill und Higgins sind davon überzeugt, dass erst Menschen den Keim des Verderbens mit sich brachten. Als sie vor 300 Jahren die Inseln entdeckten und sie als Proviant, Depot oder Plantage nutzten. Vorher gab es noch keine Probleme hier. Keine Palmen, keine Ziegen, keine Kühe, keine Katzen. Erst mit den Seefahrern sind die Bedingungen für die Natur immer schlechter geworden. Die Neuankömmlinge verbreiteten sich rasend schnell, weil sie keine Feinde auf den Inseln hatten. Viele Pflanzen und Tiere, die eigentlich hier beheimatet sind, waren ihren Konkurrenten unterlegen. Steve Hill ist angetreten, die Uhr der Entwicklungsgeschichte zurückzudrehen. Nach unserer Philosophie gehört nur die ursprüngliche Tier- und Pflanzenwelt auf diese Insel, die schon immer hier war. In diesem Experiment, das wir im Einklang mit den Luxusunterkünften realisieren, gibt es keinen Platz für andere Arten. Quentin Higgins und Steve Hill haben ein klares Ziel vor Augen. Sie wollen dafür sorgen, dass möglichst viele Palmen, Vanille, Zimt und Drachenbäume wieder spurlos von Cousine und Fregatte verschwinden. Allein auf Fregatte sind 12 Leute damit beschäftigt, die Natur zu regulieren. Das heißt, sie beseitigen alles, was ihnen störend erscheint. Und das mit System. Steve Hill träumt von einer Situation, wie sie hier herrschte, bevor erstmals ein Mensch seinen Fuß auf die Insel setzte. Dazu gehört, dass alles vernichtet wird, was hier nicht zu Hause ist. Eine wahre Sisyphos-Arbeit. Denn hier gedeiht viel. Die Inseln sind ausgesprochen fruchtbar. Das Klima sorgt für schnelles Wachstum. Der Vernichtungsfeldzug, ein Wettlauf mit der Zeit. Dies ist ein exotischer, invasiver Baum, den wir Astonia nennen. Wir markieren ihn, weil er gefällt werden muss, da es sich um eine sehr dominante Art handelt, die sich in diesem Teil des Waldes bald ausgebreitet haben wird und gleichzeitig den einheimischen Bäumen keinen Platz lässt, die wir hier wieder anzusiedeln versuchen. Diese Spezies ist für die hiesige Tierwelt absolut unbrauchbar. Sie produziert absolut nichts, was die Natur hier gebrauchen kann. Dort, wo Brachland entsteht, setzen Steve Hill und seine Leute Keimlinge der Pflanzen aus, die hier eigentlich zu Hause sind. In der Hoffnung, dass es reicht, einzelne Fehler im Ökosystem zu reparieren, damit dann das Ganze wieder funktioniert und die Natur sich selbst heilt. Sie pflanzen ihren eigenen Garten Eden. Das perfekte Ökosystem ist das, was die Natur hier über Jahrmillionen von alleine geschaffen hat. Wir wollen die Situation wiederherstellen, in der sich die Natur befand, bevor der Mensch kam. Das wäre mein Traum. Das perfekte Ökosystem. Alles in Harmonie, alles ausgewogen. Und das Ganze funktioniert. Und tatsächlich sah es so aus, als würde das ehrgeizige Experiment gelingen. Bis zu dem Tag, an dem die Naturschützer ihren großen Rückschlag erlebten. Im Zuge des wachsenden Tourismus legte eines Tages unkontrolliert ein Boot in Fregatte an, mit einer zerstörerischen Fracht an Bord. Ratten. Ratten als blinde Passagiere. Viele Vögel bauen hier ihre Nester auf dem Boden. Die Eindringlinge fanden einen reich gedeckten Tisch. Im Nu kippte das mühsam errungene Gleichgewicht. Die aggressiven Nager vermehrten sich rasend schnell, überall auf der Insel. Die Naturschützer mussten handeln, sofort. Es blieb nur eine Chance,
Alle Ratten mussten mit einem Schlag vernichtet werden, mit einem besonderen Gift, und zwar so schnell wie möglich. Aber zuvor musste erst die gesamte Tierwelt in Sicherheit gebracht, Hunderte von Vögeln evakuiert, 170 Schildkröten von der Insel transportiert werden. Sie hätten die Vernichtungsaktion sonst nicht überlebt. Erst dann konnten Helikopter flächendeckend Köder über die ganze Insel verstreuen. Mit einem Gift, das erst nach 10 Tagen wirkt, um die Ratten zu überlisten. Erst nach mehr als einer Woche der Tag der Wahrheit. Tausende und Abertausende von toten Ratten lagen überall verteilt und mussten eingesammelt werden. Der Großeinsatz hatte sich gelohnt, doch die Unsicherheit bleibt. Die Naturschützer stellen weiterhin ihre Fallen auf zur Kontrolle. In der Hoffnung, möglichst nie auch nur eine Ratte zu fangen. Wenn die Ratten wiederkämen, wäre es wahrscheinlich endgültig vorbei mit dem aufwendigen Modellversuch. Die Vorsichtsmaßnahmen werden seitdem sehr ernst genommen. Kein Schiff, kein Boot darf sich unbeobachtet der Küste nähern. Alles wird von Hill und Hagens schärfstens kontrolliert. Denn Eindringlinge, die keine natürlichen Feinde auf der Insel haben, bleiben ein enormes Problem. Die Ratten wurden hier eingeführt und gerieten außer Kontrolle. Die Natur braucht jetzt uns zur Kontrolle. Denn es fehlt jeglicher natürlicher Mechanismus, der eingewanderte Arten in Grenzen hält. Heimische Arten müssen wieder aufgepäppelt, gefüttert und beschützt werden. Der Seychellen-Dajal etwa, dieser neugierige Vogel, den Hagens hier mit Asseln lockt, wäre beinahe ausgestorben. Es gab nur noch 7 Exemplare weltweit. Inzwischen sind es allein auf Cousin wieder 25. Quentin Hagens muss sich täglich um die Tiere kümmern. Hill und Hagens stehen vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Sie müssen praktisch jedes Tier auf der Insel im Blick behalten, jeden Vogel kontrollieren, ihn mit Ringen kennzeichnen und genau verfolgen, wer die Insel verlässt und welches Tier hinzukommt. Eine gigantische Aufgabe. Damit die Flora und Fauna der Seychellen nicht irgendwann nur noch im Museum bewundert werden kann, müssen die Naturschützer Verhältnisse schaffen, wie sie hier herrschten, bevor der Mensch die Seychellen entdeckte. Langsam, aber gründlich. Dafür greifen sie immer wieder auch gezielt ein in natürliche Prozesse. Hagens gräbt frisch geschlüpfte Wasserschildkröten aus und beschützt sie vor ihren natürlichen Feinden, den Krabben. Jetzt, wo wir die geschlüpften Kröten gezählt haben, setzen wir sie 10 Meter vom Wasser entfernt wieder aus. Und wir achten darauf, dass keine Krabben über die Babys herfallen. Eingriffe des Menschen haben die Natur auf den Seychellen beinahe zum Zusammenbruch gebracht. Jetzt greifen wieder Menschen ein. In bestimmten Situationen müssen wir die Natur manipulieren, weil wir deren Probleme ja auch verursacht haben. Die Zahl der Schildkröten ist so stark zurückgegangen, weil wir sie gejagt haben, wegen ihrer Panzer. Und deswegen müssen wir versuchen, ihnen zu ihrer alten Stärke zu verhelfen. Nachdem Menschen die Existenzgrundlage vieler Tiere verändert, das Gleichgewicht der Kräfte zerstört hatten, braucht es jetzt den Menschen als Regulator. Den Menschen, der eingreift, damit die Natur wieder zu sich findet. Steve Hill hat, ganz versteckt, eine Süßwasserschildkröte gefunden, die schon als ausgestorben galt. Jetzt geht es darum, ihr ein neues Zuhause zu schaffen. Hagens und Hill setzen alles daran, die Lebensbedingungen für Schildkröten und andere bedrohte Tiere so passend wie möglich zu gestalten. Die Natur zu imitieren, so wie sie einst war. Und damit nicht weitere neue Probleme entstehen,
müssen sie zusätzlich Cousin und Fregatte hermetisch abriegeln gegen Eindringlinge, konsequent abschotten gegen den Rest der Welt. Auf den Seychellen hat man es geschafft, die Eindringlinge weitgehend zu besiegen und so die ursprüngliche Natur wiederherzustellen und zu schützen. Könnte das Konzept auch in Deutschland funktionieren? Lassen sich solche Erfahrungen auch auf Europa übertragen? Die Konsequenz wäre eine radikale Vertreibung, eine gnadenlose Vernichtung aller fremden Arten. Südamerikanische Straußenvögel etwa gehören definitiv nicht nach Deutschland. In der Politik der Seychellen hieße das, die Nandus zu jagen und auszurotten. Ihren Gegnern wäre das nur recht. Die örtlichen Jäger schreien nach einer Abschussgenehmigung und in kopflosen Aktionen zerschlagen selbst Naturschützer die Eier einer ganzen Brut. Professor Kinzelbach ist mit dem Projekt auf den Seychellen vertraut und von den Erfolgen auf den Inseln Cousin und Fregatte beeindruckt. Doch was ist, wenn ein zugewandertes Tier gar nicht stört? Was, wenn es harmlos ist und sich perfekt ins hiesige Ökosystem einpasst? Das ist ein Reichtum, der uns hier geschenkt wird. Es ist doch eine touristische Attraktion. Und die tun wirklich nichts. Und so viel Grasland haben wir doch auch. Das ist ja, eben Fläche ist doch genug nah. Exotische Tiere und Pflanzen, unerwünschte Eindringlinge, Bio-Invasoren. Sie reisen als blinde Passagiere mit sämtlichen Verkehrsmitteln. Eine Welle invasiver Spezies rollt über das Land. Kann und soll der Mensch die Notbremse ziehen, radikal einschreiten? Kinzelbach und sein Team plädieren dafür, die Ruhe zu bewahren. Nach dem Motto, im Zweifel für den Angeklagten, nehmen die Einwanderungskontrolleure jede neue Tier- oder Pflanzenart genau ins Visier, prüfen im Einzelfall, ob und welche Gefahren von ihnen ausgehen. Hinrich Zoller ist dem Enok dicht auf den Fersen. Der kurzbeinige, zottelige Wildhund hat so schnell wie keine Tierart zuvor Deutschland von Osten her erobert. Russische Pelzzüchter brachten ihn aus Asien über den Ural und wilderten ihn aus. Von dort aus schlug er sich selbst weiter durch. Mit leisen Schritten folgt Zoller dem Peilsignal durch das Dickicht. Noch ist nicht bewiesen, ob der Enok der gnadenlose Vogelkiller ist, für den Naturschützer ihn halten. Im Institut laufen alle Daten zusammen. Über 1300 Invasoren sind bereits im Computer erfasst. Die Zahl der unentdeckten Eindringlinge wird auf gut 700 geschätzt. Täglich ergibt sich Neues. Historische Quellen geben Aufschluss über etablierte Invasionswege. Dimensionen nicht vergleichbar mit den Verhältnissen auf den Seychellen. Einen Überblick zu gewinnen, ist die vorrangige Aufgabe. Professor Kinzelbach wurde von seinen Mitarbeitern an die Ostküste in die Nähe von Warnemünde gerufen. Bei Forschungsarbeiten wurde ein enormer Fund gemacht. Ein Mammutzahn, außerordentlich gut erhalten. Nach einer ersten groben Schätzung etwa 15.000 bis 20.000 Jahre alt. Der Fundort verrät Entscheidendes über die Entwicklungsgeschichte der Natur. Dieses fast 30 Meter hohe Kliff wurde durch die vorstoßenden Gletscher der Eiszeit geformt. Mammuts waren die einzigen Lebewesen, die in der Kälte überleben konnten. Vor 15.000 Jahren war an dieser Stelle eine Schicht von 2 Kilometer Eis über uns hier. Kein Leben. Seitdem begann dann die Einwanderung und die Gestaltung unserer Fauna, einschließlich der Neobiota in jüngster Zeit. Die Eiszeit hat eine Art Nullpunkt geschaffen, eine vegetative Ödnis hinterlassen. Seither eroberten in ganz Europa Pflanzen und Tierarten das brachliegende Terrain.
Sämtliche Funde, die Kinzelbach und sein Team in dieser Region gemacht haben, sind neu, jedenfalls jünger als 10.000 Jahre. Das heißt, alle Tiere und Pflanzen sind definitiv erst nach der Eiszeit eingewandert oder vom Menschen eingeschleppt worden. Anders als auf den Seychellen ist hier für Neuankömmlinge noch Platz. Heißt das Entwarnung? Mit dem Ballastwasser der Ozeanriesen werden Milliarden von Organismen um die Welt geschifft. Sie richten in den Gewässern Schäden ungeahnten Ausmaßes an. Stefan Gollasch ist schon lange davon überzeugt, dass gehandelt werden muss. Endlich hat sich etwas getan. Bis 2016 müssen alle Schiffe das Ballastwasser an Bord reinigen. Es gibt Experimente mit UV-Strahlen oder Versuche, die Organismen in den Tanks durch Chemikalien zu vernichten. Das hält man an Bord der Höy Trooper für den falschen Weg. Hier wird gerade eine brandneue Anlage getestet. Wir glauben, dass der Einsatz von Chemikalien nicht der beste Weg zur Behandlung von Ballastwasser ist. Man sollte nicht ein Umweltproblem lösen, indem man ein neues schafft. Außerdem sind die Chemikalien nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern sie fördern auch die Korrosion und schädigen die Stahloberflächen im Tank. Daher setzen wir auf eine physikalische Behandlung. Tief im Bauch des Schiffes befindet sich der Kern der Anlage. Äußerlich sichtbar sind nur dicke Rohre und riesige Behälter. Die neue Technologie basiert im Wesentlichen auf drei Schritten. Ein Filtersystem hält zunächst selbst kleinste Organismen zurück. Dann wird in einem zweiten Schritt dem Wasser in den Ballasttanks hochkonzentriert Stickstoff zugefügt, sodass alle Organismen, die es noch durch die Filter geschafft haben, absterben. Der dritte und letzte Schritt macht aus dem Wasser wieder ein lebensfähiges Element. Vor dem Ablassen am Zielort wird das Wasser wieder mit Sauerstoff angereichert. Bis alle Schiffe mit solchen Techniken wird es noch lange dauern. Für die Übergangszeit gelten offiziell strenge Regeln. So dürfen die Schiffe ihre Tanks nur weit vor der Küste in tiefen Gewässern leeren. Wieder in Rostock. Im Mordfall der Stockente hat sich etwas getan, das die Ermittlungen vorantreiben kann. Einer der vermeintlichen Täter, ein ostasiatischer Enok, ist selbst zum Opfer geworden. Das Tier wurde überfahren am Straßenrand gefunden. Hinrich Zoller bereitet sofort eine Sektion vor. Er hat es auf den Magen des toten Tieres abgesehen. Kann sein Inhalt Aufschluss über die Fressgewohnheiten des Wildhundes bringen? Ist der Enok der Vogelkiller? Mit einem gekonnten Schnitt legt der Biologe die Innereien frei. Der Enok ist noch nicht lange tot, sein Magen prall gefüllt. Vorsichtig hebt Zoller den Magen in eine Glasschale, schneidet ihn auf und beginnt gespannt zu sondieren. Schon auf den ersten Blick ergibt sich Unerwartetes. Sofort berichtet Zoller Professor Kinzelbach die Ergebnisse der Sektion. Und was uns interessiert, ist ja, was er im Magen hatte, nicht? Ja, also keine Vogelreste, sondern hauptsächlich vegetarische Kost. Ich konnte eben viel Mais finden, dann Äpfel waren noch enthalten. Ist der vermeintliche Vogelmörder etwa Vegetarier? Alles deutet darauf hin. Aber wer hat dann Jagd auf die Vögel gemacht? Kinzelbach geht die neuesten Meldungen durch. Der Enok wurde nun auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesichtet. Seine Verbreitungsgeschwindigkeit ist enorm. Doch nicht jeder Neuankömmling ist so erfolgreich. Es geht permanent ein Regen von neuen Organismen auf unsere Region nieder. Davon werden 10% überhaupt richtig hier Fuß fassen und von denen wieder 10% nur eine Plage oder auffällig werden in irgendeiner Weise. Das gilt selbstverständlich nur für Erdteile wie Europa. Auf Inseln kann schon ein einziger Eindringling zur Katastrophe führen. Dennoch können auch auf Kontinenten die Folgen eines erfolgreichen Invasoren fatal sein. Die Wollhandkrabbe frisst sie schier unaufhaltsam durch Fischernetze und unterhöhlt Uferbefestigungen.
Die Fischer versuchen, das Beste daraus zu machen. In China ist die Wollhandkrabbe eine Delikatesse. Wir haben schon eine amerikanische Firma hier gehabt, die eine Saison lang Wollhandkrabben nach China exportiert hat. Die müssen allerdings lebend dort ankommen, müssen lebend versandt werden. Und das ist eigentlich das große Problem. Der Markt in Asien ist dafür da, der würde die Wollhandkrabben leicht aufnehmen und werden auch gut bezahlt dort. Bloß der Transport ist natürlich das Problem. Die Krabben geben den Fischern ein Rätsel auf. Während sie sich in der freien Natur massenhaft vermehren, werden sie in Gefangenschaft nach kürzester Zeit krank. Versucht man, die Krabben zu transportieren, sondern sie ein merkwürdiges Sekret aus und werden ungenießbar. Kinzelbach, guten Tag. Professor Kinzelbach lassen die Ergebnisse der Magenuntersuchung des Enox keine Ruhe. Der Wildhund ein Vegetarier? Von Kollegen erfährt Kinzelbach Überraschendes. Nachrichten aus Rumänien bringen das gerade gewonnene Bild wieder durcheinander. Bauern haben einen Enok im Hühnerstall erwischt. Außerdem sollen die Wildhunde im Donaudelta über Eier und Jungvögel in den großen Vogelkolonien hergefallen sein. Wenn ich mir vorstelle, die fallen jetzt plündernd über eine Vogelkolonie wie etwa Langenwerder her, dann ist das natürlich ein Problem. Doch gnadenlose Jagd auf Exoten ist keine Lösung. Weder eine totale Bekämpfung ist sinnvoll, noch wäre es sinnvoll, alles einfach treiben zu lassen. Wir brauchen eine mittlere Linie, die darin besteht, dass wir im Einzelfall prüfen, was stellen diese zugewanderten Organismen hier an und wie wollen wir mit ihnen umgehen. Das heißt, welches Verhältnis entwickeln wir hier als Bewohner dieses Landes zu den Neuangekommenen? Die Akte Marderhund kann genauso wenig geschlossen werden wie die des Nandus oder der Wollhandkrabbe. Doch die hiesige Natur ist nicht so verletzlich wie die einer isolierten Insel. Deutschland, Europa kann sich mehr Toleranz, mehr Zuwanderung leisten als die Seychellen.